Hallo und willkommen hier wieder zurück zum nächsten Part mit The Witcher 3. Dann werden wir jetzt mal mit Lambert hier zu dem Energieaufladesteinkreis, was auch immer, gehen. So, ich wäre dann soweit. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot vertreut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Auch nicht schlecht. Und wie schön, dass er rennen kann. Oh, was haben wir denn hier? Lambert, das Ding ist tot. Da sind ein paar mehr Viecher. Komm schon. Guter Schuss. Mit dieser Armbrust fast ein Vergnügen. So eine brauche ich auch. Ja, das ist richtig. Diese Armbrust ist awesome. Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien. Blabla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Oh, vor allen Dingen der nächsten Zauberin. Der war fies, der war fies. Ah, da gibt's schon einige Kreaturen noch, die man hier töten kann. Ja, komm, machen wir mal die Quest weiter. Ja, komm, weiter, Lambert. Komm, hopp, hopp. Bewegung. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Verdammt! Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Finde das Boot. Ja, aber erst gucken wir mal hier noch kurz vorbei. Natürlich, Ertrunkener.
ein Wasserwein. Das hat uns gerade noch gefehlt. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur zwei Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Na denn. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Ah ja, das endet böse, habe ich das Gefühl. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Okay, es könnte wirklich noch ein bisschen dauern. Ha! Aus dem Wind das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay. Fast da. Das Segel sollte, glaube ich, nicht flackern, weil sonst es umreißen kann. Oder sich verheddern und was weiß ich nicht, der Geier alles. Bin ja leider kein Segler. Hätte schon mal Bock machen in so einem Mastbaum. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der Reim? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Wächst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Sieh nach, wo die Stimme des Jungen herkommt. Hey, kleiner Mann. Keine Angst. Du bist in Sicherheit. Gut. Na schön. Du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Was jetzt?
Außerdem, was ist daran so schlimm? Jetzt haben wir halt ein bisschen was, was wir töten können. Was danach unser Kämmerherr nicht mehr besudelt. Eine Illusion. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Wenn ein Menschenleben in Gefahr ist, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Klar, der edle weiße Wolf kümmert sich immer um die Notleidenden. Er ist mehr Heiliger als Hexer. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Aber es ist schon böse, was diese Neblinge für eine Technik drauf haben. So, dann eine Stunde meditieren. Zwei, drei. Spiel gespeichert. Und dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, sei nachher.